1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich kann schon bis 8 zählen. Und in dem achten Kläppchen, nämlich heute ist der 8.12., ist ein Häuschen. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Da muss ich so weit nach vorne. Wenn ihr euch wundert, warum ich schon wieder in dieser Kammer bin und nicht auf dem Sofa, dann hat das einfach damit zu tun, dass ich etwas für euch aufgenommen habe, und zwar ein Musikstück. Aber, falls ihr euch jetzt gefreut habt, oh, da gibt's wieder Musik! Das muss ich erst noch schneiden, das muss ich sauber cutten, das muss ich noch in Ordnung bringen. Das wird es erst später geben. Und heute ist ja Sonntag, da hat man halt nur mal ein bisschen mehr Zeit zum Aufnehmen. Ich kann euch noch nicht mal sagen, wann ich es raushaue. Also, ich brauche noch einen Moment dafür, um das Ganze zu schneiden. Es gibt auf jeden Fall noch Musikbeiträge. Heute nicht. Heute habe ich mit dem lieben Rivinzeit, der seine 100.000 Abonnenten geknackt hat, Counter-Strike Source Gun Game oder Machtkampf oder wie heißt das auf Deutsch? Waffenkampf, kein Plan, irgendwie total behindert. Haben wir das aufgenommen und das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich esse in der Zeit meine Schokolade. Und auf geht's ins Spiel gegen Rivinzeit. Wir spielen eine Runde Wettrüsten. Und fick dir den Arsch! Haben ich begrüße erstmal den Revi. Hallo Revi. Rivinzeit, der hat die 100.000 geknackt und werde einfach aggressiv, wenn ich Counter-Strike spiele. Ich schwöre dir, du fettes Stück Scheiße. Du wirst leiden. Wir mussten leider blöde Bots mit reinnehmen, aber das soll ja mal egal sein. Ich werde trotzdem gewinnen. Okay, ich wurde vom Bot erschossen. Scheißwuchst du, Alter. Scheißwuchst. Welchen Level habe ich? Ich habe Level 1. Was ist Revi? Alter, diese fetten Hundesöhne. Ich will deine Bots einfach richtige Hurensöhne. Oh nein, ich habe meinen Teamkameraden abgeschossen. Ja, läuft bei dir. Was hast du für eine Uzi? Revi, komm mal hier um die Ecke. Nein, nein, komm doch nicht um die Ecke. Ach, verpiss dich doch. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Was? Ich habe auch die letzte Schranze jetzt hier am Anfang direkt. Jetzt kriegt man mir gar nichts gebacken. Mann, ich raste aus, ne? Das Behinderte bei Bots ist einfach, die treffen einfach, weißt du, die stehen 700 Kilometer entfernt. Die verhalten sich so unmenschlich einfach. Ja, deswegen heißen die auch Bots und nicht Menschen. Ich bin Level 4. Nein, Revi, bist du das Level 10? Läuft bei mir, okay. Traurig, aber wahr. Jetzt wird Balui gefickt. Das ist traurig, aber wahr. Aua, aua! Lass dich in den Arsch bumse. Oh, ich bin runtergefallen. Och, Mann! Nein, miese habe ich kassiert. Alter, 10 zu 7 gegen Bots geht gar nicht klar. 10 zu 4? Normalerweise. Ja. Ja, diese Bots cheaten doch. Das ist doch kacke. Bots sind doch behindert. Ja, genau. Gib den Bots die Schuld. Ja, wem sonst? Bots cheaten, Cool ist er, der Typ. Revi ins Gesicht geschossen. Stirb. Komm her, Revi, komm, zeig dich. Jawoll! Oh, du fettes Stück Scheiße. Jetzt wirst du leiden. Oh, das war mein Eimer. Jetzt wirst du leiden. Komm her, komm, so spawn, komm her. Ins Gesicht gibt's, ins Gesicht. Alter, die Bots spawn-rapen einfach. Was ist denn mit dem? Oh, jo. Ich muss nachladen. Scheiße, bin tot. Okay, jetzt 11-8, Revi, ich hol dich ein. Hast du nicht gesagt, du wärst der Ultra-Mega-Pro in diesem Spiel? Behinderten Bots. Ja, so wie du. Ja, ich bin. Hallo, ich bin Platz 2. Du bist schon Level 12. Fick dich! Oh Mann! Scheiß Camper! Was für Camper? Ich habe mir eine taktische Position ausgesucht und schieße von da aus. Campen ist ja wohl mal was ganz anderes. Au, au! Oh. 13, 11. Ey, bei mir läuft gerade gar nicht, Alter. Ich kann es gerade komplett vergessen. Ja, du bist voll schlecht. Das sag ich doch. Auf welche KD guckst du eigentlich immer? Du hast gar keinen 13-11. Natürlich. Nein, nicht 13-11. Vom Level her. Platz 1 ist Level 14. Ich bin Level 11. Boah, meine KD ist gerade so todesmiese. Weil diese Spiel kommt es überhaupt nicht auf KD an. Die treffen immer in den Kopf. Das ist so unlogisch. Ich könnte ausrasten. Gegen Menschenspieler wäre ich jetzt schon längst durch. Ich hätte die Runde schon längst gewonnen. Bestimmt! Aber diese fetten Mistgeburten, diese fetten Hurengestalten von Bots. Wie Revi mich wieder umgeschossen hat. Das hast du gar nicht verdient. Die hängen einfach alle noch bei der Schrotflinte. Was ist denn mit denen? 16 zu 15, das geht einfach mal gar nicht klar. Aua, 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 aua! Jawoll! Oh, yo! Alter, ist ja nicht so, als hätte ich dir gerade in den Kopf geschossen oder sowas. Nein! Hast du nicht. Hab ich. Du hast ja, es hat auch Glock gemacht, aber es hat nicht gereicht. Ne? Tausendmal berührt. Ein Stück Scheiße hat der Maul. Aua, aua, fuck! Revi, Mann! Oh. Wie viele Level gibt's eigentlich? 9 Milliarden. Geil, dann habe ich noch eine Chance. So Pisser!
Ey, also ganz ehrlich, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Kraftausdrücke, aber im Moment läuft einfach gar nicht. Normalerweise läuft so eine Runde, sieht das auch immer ganz anders bei mir aus. Ja, bestimmt. Also zumindest killtechnisch, das ist immer... Wie ich die Arme nicht kann, Alter, ich kann sie einfach nicht. Gut, Trottel, fuck, Alter. Oh, miese Zeiten, Alter. Nee, also KD ist gerade richtig am Boden. Es geht bei diesem Spielmode nicht um KD, halt die Fresse! Natürlich geht's um die scheiß KD. Guck mal, wie kann ich denn so scheiße sein, Alter? Aber immer noch nicht so scheiße wie du. Oh, Mann! Ich treffe mit der Arme nicht. Diese Kack-Arme, ich hasse sie einfach. Ja, war's doch dich, bin ich mir sicher. Hat ja letztes Mal im Diss-Track erwähnt. Die hat extra so ein Diss-Track gegen dich beschrieben. Da geht ungefähr so: Yo, Balu, du bist ein Hurensohn. Ich bin die Arme, ich hasse dich schon. Deine Mutter hatte schon. Skrrr. Wieso bist du schon Level 24? Weil ich der Bambo bin. Och nö. Aber diese blöden Kackbots, wie gesagt, also das ist halt ein Problem bei Counter-Strike. Man kann leider nicht 1 gegen 1 normal spielen. Wäre das jetzt tatsächlich der Fall? Level 25, würde das Ganze jetzt schon ein bisschen Alter, anders aussehen. Stirb, du Biene. Mann. Was denn los damit, den Leuten? Alter, aber 25, 21 ist echt für mich richtig miese. Normalerweise ganz anders. Ah! Nein! Doch, doch. Oh, jetzt hat er ein Messer. Ja, gegen Bots ist dann mit Messer kein Problem. Da hat Revi wohl... Mann, du fetter Hurensohn! Die Bots aus meinem Team klauen mir einfach die Kills. Alter, verdient, ich raste Junge. Aus. Ich raste aus. Sind die eigentlich geistig behindert? Kann ich die nicht irgendwie aus meinem Team messern? Kannst ja auch mal. Ja, hab ihn getötet. Da, Hurensohn. Selber schuld. Mann, die Tür haben die Kills. Pam, noch einen getötet. Gibt's da keine Minuspunkte für? Aua. Nö. Besser ist das. Ach doch, alles eine Scheiße hier. Man kommt einfach nicht an die Hurensöhne. Man kommt nicht an sie ran. Es geht nicht. Es geht nicht. Das Problem ist, wenn du keine Leute hast, die dich realistisch mit einem vernünftigen Spiel unterstützen, dann kommst du einfach nicht an die ran. Guck da schon wieder, ich raste aus! Ohne Witz, es ist nicht feierlich. Nein! Ach, fuck! Fettes Stück Scheiße, Alter. Ach, du hast doch nur Glück. KD. Wie hab ich denn bitte gewonnen? Wie peinlich ist es bitte? Guck mal, 8 Assists und 24 Tode zu 26 Kills. Ey, Schande über mich, Steine auf meinen Kopf. Was soll das? Oh, 26! Boah, das kann man ja gar nicht springen. Oh, wie traurig ist es bitte? Tötet mich alle, fickt mich in den Arsch. Lasst mich von Elefanten vergewaltigen und vertrampeln, Alter. Boah, bin ich gerade aggro. Boah. Mann! Aber gut, okay. Ja, ich danke dir dafür, dass du bei meinem Adventskalender dabei warst. Von Balouis aggressiven Adventskalender. Und, jo. Jo. Danke. Danke auch. Danke, danke. Gute Nacht. Ja, was soll man machen? Irgendwie habe ich es nicht so mit Shootern. Es sei denn, ich spiele gegen jemanden, der einen Shooter noch nie in seinem Leben gespielt hat. So wie Early Boy oder so. So Duke Nukem. Da hat er ja verloren. Aber alles andere, ich weiß auch nicht. Aber Shooter sind Nummer eins der Spiele, die man mal eben 5 Minuten zwischendrin spielen kann. Oder 10 Minuten. Wir hatten super viel Spaß. Revi zumindest, er hat ja gewonnen. Was eine Aussage, aber egal. Morgen am Montag gehen eure ganzen Kalender zur Post, sollten also Dienstag oder Mittwoch bei euch eintreffen. Heißt, bald gibt's Schokolade. Und nein, es haben jetzt noch ganz viele nachträglich gefragt, ob ich noch welche habe. Die waren leider schon alle weg. Ihr braucht auch gar nicht mehr fragen. Es tut mir leid. Ich kann höchstens mal gucken, ob es im Handelshof noch welche gibt. Handelshof. Ha, jetzt habe ich verraten, wo ich die habe. Ist das gut? Ach, ist doch egal. Das ist eine Großhandelskette, ne? So jemand meiner Größe muss ja auch im Großhandel einkaufen. Okay, der ist schlecht. Aber ist egal. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder am 9.12. zum nächsten Adventskalender. Nur so langsam gehen mir die Ideen aus. Was könnte ich denn noch machen? Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Schreibt's unten in die Kommentare. Und vielleicht kann ich auf die eine oder andere Idee eingehen. In dem Sinne, macht's gut. Einen schönen Sonntagabend noch. Ciao.